Hallo zusammen, ich hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update, wo ich euch so zeigen will, was ich die letzte Woche so an meiner Collection gebastelt habe. Und dazu dient mir wie immer mein Add-on hier All the Things. Da kann man nämlich ganz schön sehen, was man wo noch braucht, beziehungsweise was ich so gesammelt habe. Das letzte Mal waren wir, lasst mich kurz gucken, bei 98,86% angelangt. Diesmal sind wir jetzt über 99% gekommen. Heißt, wir sind jetzt bei 99,5%. Ich zeige jetzt gerne nochmal, was ich eingestellt habe. Heißt, ich habe nur eingestellt, dass mir die Sachen vom Druid, also von meinem Main, angezeigt werden. Und dementsprechend habe ich im Moment Quests ausgeschalten und Angelrouten. Angelrouten bin ich am Arbeiten, aber da ich natürlich die Ergebnisse nicht verfälschen will, mit denen ich jetzt hier die Reihe gestartet habe, lassen wir sie nochmal raus. Und Quests, da werde ich wahrscheinlich auch bald einsteigen. Genau, so viel dazu. Heißt, wir haben den ganzen guten Sprung nach vorne gemacht. Das letzte Mal waren es noch 652 Items, die mir gefehlt haben. Jetzt sind es noch 541. Ist zum einen daran geschuldet, weil ich bei vielen Punkten einiges gefarmt habe. Ich habe jetzt die Woche Urlaub und dementsprechend habe ich ein bisschen mehr Zeit als sonst, da weiter zu basteln. Und zum anderen habe ich ein bisschen Gold in die Hand genommen. Es sind ja eh nicht viele Items, die mir noch gefehlt haben, die man sich auch im AH werben kann, aber ich habe so. Es ist nicht ganz 1 Million Gold gewesen, aber etwa 1 Million Gold habe ich investiert in verschiedene Items. Investiert ist der falsche Ausdruck. Gewastet. Dazu habe ich übrigens auch eine Videoreihe, die nennt sich Waste of Money, WoW Edition. Und da könnt ihr gerne dann reingucken, was für Items ich mir genau gekauft habe. Es waren auch einige dabei, die 200k oder so gekostet haben. Also teilweise auch teurere Sachen. Genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal durch. Und zwar fangen wir hier oben an bei Dungeon Schlachtzüge. Classic hat sich nicht viel verändert. Da brauche ich immer noch 5 Items, beziehungsweise davor habe ich 6 Items noch gebraucht. Das sind alles random Zonendrops, die eine sehr, sehr beschissene Chance haben. Und dementsprechend farme ich mir nicht selber, sondern warte halt, bis die günstige Maha sind. Und hier seht ihr schon, kosten manche halt 2, 3 Millionen Gold, wenn sie mal im Maha sind. Eins von diesen Items habe ich mir gekauft. Also es sind jetzt nicht mehr 6, sondern nur noch 5. Wie teuer das war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, für 200k habe ich mir irgendwas gekauft. Meine ich. Genau. Schaut im anderen Video rein, dann da seht ihr es genauer. Also da haben wir eins weg. Dann Burning Crusade hatten wir ja schon quasi einmal abgehakt gehabt. Jetzt ist auch Wrath of the Lich King raus. Ich habe, was ich ja die letzten Wochen nicht gehandha so gehandhabt habe, diese Woche quasi mit vielen Chars die Dungeons abgelaufen. Ich habe es ja eigentlich so gemacht, dass ich eigentlich nur mit dem Main alle Instanzen quasi von Classic, beziehungsweise Classic ist im Moment ja raus, aber Burning Crusade runter bis einschließlich Legion komplett durchlauf, jede Schwierigkeit und alles, was es geht, aber nur mit einem Char. Jetzt hatte ich halt ein bisschen mehr Zeit, es wurden auch weniger Instanzen und dementsprechend bin ich jetzt hergegangen und habe mit vielen Chars das gefarmt. Ich kann mich erinnern, dass ich in ICC sehr oft drin war. Also ich glaube, 20 Mal reicht nicht. Ja, und da mag sich der eine oder andere fragen, was, 20 Mal, übertreibe jetzt nicht. Nein, ich habe aber 88 Chars, die ich auf Stufe 120 habe. Dementsprechend habe ich sehr viele ID-Chars zur Verfügung. Und ja, ich war oft in ECC wegen einem Scheiß-Item, was ums Verrecken nicht droppen wollte, bei, ich glaube, Modamine. Wegen diesem letzten Item bin ich allein 10 Mal gerannt und davor bestimmt auch nochmal 10 Mal wegen den anderen Sachen, die mir gefehlt hatten. Genau, dann haben wir ECC fertig gemacht. PDOK hatte ich eh schon. Uldur hat mir noch ein Item gefehlt. Da bin ich mit vielen Chars reingelaufen. Und Nax hat mir noch, haben mir noch zwei, drei Items gefehlt. Und das Blöde waren, dass es Trash-Items waren. Ich farme immer ganz gern die Boss-Loot-Sachen, weil da geht man auf einen Boss hin, man killt ihn, ist es drin oder ist es nicht drin. Dann muss man meistens halt nur noch, wenn der Boss am Anfang ist, ist es dankbar, dann geht man halt nur bis dahin quasi und macht den Raid und portet sich danach raus. Aber wenn das natürlich ein Trash-Loot ist, kannst du jeden einzelnen verdammten Mob in der Instanz machen. Und das ist nervig, ja. Weil man ja auch nicht so eine große Pull-Range hat und muss dann die Mobs einzeln durchlaufen, dann wollen sie nicht triggern und so. Es ist sehr nervig. Ich sag's euch, Trash-Loots sind das Nervigste, was man haben kann. Und sowohl in ICC, nee, sowohl in Uldua als auch in Nax habe ich einen Trash-Loot noch gebraucht. Den hatte ich dann mit dem Worry gefarmt, weil ich mir dachte, komm, ich bin genauso schnell mit dem eigentlich durch oder annähernd so schnell zumindest. Und dann kann ich nur ein bisschen Plattengear auch mitnehmen. Mit dem Druid kann ich ja nichts anderes kriegen, wenn mir nur noch dieser Trash-Loot fehlt. Genau, die hat man dann
Also jetzt nicht, ich bin da jetzt nicht reingegangen, einmal und hab's gekriegt, sondern ich muss schon ein paar Runs machen, aber für einen Trash-Law, für einen Trash-Loot im Verhältnis war es relativ zügig, dass ich die bekommen habe. Dann hat mir noch gefehlt, aus 5-Mann-Instanzen, aus diesen ICC-5-Mann-Instanzen, zwei Trash-Loots, die habe ich mir dann auch noch gefarmt. Ging eigentlich auch, was habe ich gemacht? Vielleicht lass es 25, 30 Runs sein. Ja, das hört sich jetzt viel an, ist es nicht, weil ich mir nur quasi in Grube von Saron den Trash am Anfang zusammengepult habe, wo ein Run vielleicht 2 Minuten dauert. Das geht tatsächlich. Da ist der Lockout eher so ein bisschen dein Feind. Da ist natürlich das der Vorteil, dass diese 10 Lockouts in der Stunde nur auf einen Server begrenzt sind. Heißt, kleiner Tipp am Rande vielleicht für einen oder anderen Transmog-Farmer, ihr könnt diese 10 Runs laufen, dann auf einem anderen Server umloggen. Und dann nochmal 10 Runs laufen. Das funktioniert auf dem gleichen Server, wenn ihr einen Char-Switch, funktioniert es nicht. Warum das so ist, keine Ahnung. Blizzard macht komische Sachen, aber es funktioniert auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen. Genau. Und damit waren wir bei Wattle fast fertig. Ein Item hat mir noch gefehlt und zwar dieser blöde Kolben. Dieser Archäologie-Kolben aus Asjolnerub. Wo theoretisch bei jedem Trash-Mob der Kolben droppen sollte, aber da die alle Trash-Mobs buggy sind und man in der ganzen Instanz nur zwei Trash-Mobs looten kann, und zwar die zwei, die vom Endboss stehen, macht das Ding halt ätzend. Und den habe ich für 30k auf irgendeinem, ich glaube auf Kil'Jaeden oder so, auf den Server geschossen. Da war ich sehr froh, weil das ist ein richtiges Drecksding und damit waren wir dann in Wattle fertig. Gut, viele Worte zu Wattle, dann kommen wir jetzt zu Mists of Pandaria. Ihr seht, da brauche ich auch nicht mehr viel, eigentlich nur noch Thronen des Donners, und zwar brauche ich da jetzt ein Item im Normal. Und ich sage euch, nee, nicht im Normal, sondern im LFR, das ist ein gemeinsamer Boss-Drop, der kann theoretisch bei jedem Boss droppen. Ich weiß es nicht, ich glaube, ich war mit irgendwas zwischen 5 und 10 Chars war ich in dem scheiß LFR drin, habe jeden Boss gekillt. Dieses Ding will einfach ums Verrecken nicht droppen. Ja? Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Und das andere, was mir jetzt noch hier fehlt im Thron des Donners, ist von Raden ein Loot. Und da bin ich mir aber im Überlegen, den will ich mir diese Woche farmen. Und zwar mit ID-Share. Heißt, ich werde auf einmal Count die ID bis einschließlich Lai Shen umhauen. Und dann immer die ID rüber traden. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es müsste aber funktionieren. Denn der ein oder andere, der Thron des Donners schon durchgelaufen ist, weiß, das ist schon ein gutes Stück. Das ist jetzt nicht so lang wie SOO, aber ich würde mal vermuten, 20 Minuten bis eine halbe Stunde bist du da schon unterwegs alleine, weil du halt so Blocker-Boss wie Megaera drin hast, die halt dann doch ein bisschen die Zeit rauben, ne? Ja, und dann versuche ich ein bisschen mir die Zeit zu sparen, weil es halt blöderweise ganz am Ende der letzte Boss ist. Das müssen wir mal gucken, ob das mit dem ID-Share funktioniert. Und dann haben wir natürlich hier noch die zwei Normal-Items drin in den 5-Mann-Instanzen. Das ist immer das Gleiche in jeder Schwierigkeitsstufe, sowohl im hier im Shadowpan-Kloster und im Jade-Tempel gibt es hier jeweils eine Epic-Waffe, die ich brauchen kann. Und das ist eine Geschichte, die ich nach hinten rausschiebe, denn die haben beide 0,3% Dropchance. Droppt beim letzten Boss natürlich, heißt, man muss hier einige 100 Runs machen, dass man das Ding kriegt oder extrem Luck haben. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das sind so, ich würde mal behaupten, die beschissensten Transmogs, die man so farmen kann. Und die gibt es in allen Instanzen in MOP oder fast allen 5-Mann-Instanzen in MOP. Gott sei Dank habe ich nur zwei Waffen, die ich da tragen kann. Wenn man einen Worry als Transmog-Char hat, dann gut Nacht, weil dann kann man viele Instanzen laufen. Und das ist nämlich ziemlich eine ätzende Angelegenheit. Letztens einen Stream gehabt, der meinte, 700, 800 Runs ist er gelaufen, bis er es hat. Es ist nur eine 5-Mann-Instanz, aber bei so einer Anzahl an Runs zieht sich natürlich trotzdem, ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Heißt Classic 5 Items, MOP 8 Items. Warlords of Draenor sind es auch nur noch 8 Items, da können wir mal reinschauen. Ich brauche jetzt nur noch in der Schwarzfestgießerei im Mythisch-Modus einen Drop. Hier muss ich aber noch Minimum zweimal rein, wie ihr seht, weil ich hier noch eine Quest habe, die ich möchte fertig machen, die Mythic-Quest. Deswegen habe ich die Instanz jetzt auch noch nicht hardcore gefarmt. Ich hätte jetzt das letzte Item auch hardcore farmen können mit ein paar Twinks. Obwohl ich sagen muss, mit meinen richtig gammelig-equippten Chars, und ich rede jetzt wirklich von gammelig-equippten Chars, ist das schon nervig. Ich habe teilweise Chars, die haben 300er Item-Level, ne? Und wenn du da reingehst, du schaffst es zwar, aber du brauchst halt ewig lang hier, wenn ich mit dem Main reingehe, mit 380er Gear oder was ich habe, und dann im DD-Spec hier mit der Flamme, teilweise die Bosse mit bis zu 10 Millionen One-Shotte, und komme dann mit zum Gammeltwink an, der eine Account-Bound-Waffe hat und draufhaut mit 30k-Hits, ist halt eine andere Hausnummer, wisst ihr? Ob du jetzt hier 10 Millionen raushaust oder 30k, ja, da bist du beschäftigt, ja, das kann ich euch sagen. Und das andere, was wir hier haben, ist noch die Höllenfeuer-Zitadelle.
Da brauche ich noch zwei Items im Normal, eins im HC und vier im Normal. Und hier muss ich Minimum noch dreimal rein für die Quest. Also das ist die zweite Quest bei, wie heißt der? Magtaridon, glaube ich, oben, oder? Ist das Magtaridon? Ich müsste doch. Nee, Manoroth ist das, der andere Grubenlord. Okay, my bad. Also zu Manoroth müssen wir da hoch. Und dementsprechend farme ich die Instanz auch nicht mit anderen Chars, weil ich, wie gesagt, hier die Quest eh fertig machen will und dementsprechend da noch ein paar Mal mit dem Main rein muss. Genau, heißt hier die alten Contents sieht es gut aus, wie gesagt, 5, 8 und 8 Items. Dann ab Legion sind es ein paar mehr, 45, aber da habe ich auch schon ganz gut was abgebaut. Das farme ich ja wirklich nur mit Main und auch noch nicht so lange. Und da können wir mal reingucken, World Bosse fehlen mir jetzt noch zwei. Ich habe heute schon geguckt. Leider ist der falsche World Boss wieder am Start. Und zwar war ja genau hier haben wir den World Boss Anamut. Den brauchen wir nicht, leider. Da muss ich jetzt wieder eine weitere Woche warten, ob vielleicht einer von den beiden kommt. Dann haben wir hier im Albtraum nur noch die Trash-Loot-Hände. Die brauchen wir auch noch im HC und natürlich die schönen Xavier-Schultern im heroischen Modus. Und im mythischen Modus sieht es genauso aus: Trash Loot und Xavier Schultern. Heißt, die Xavier Schultern werde ich jetzt vielleicht mal ein bisschen intensiver farmen, vielleicht auch mal mit Twinks. Muss ich mal gucken, mit welchem das funktioniert hier in Legion. Da hat man nämlich kein Scaling. Also, du machst nicht mehr Schaden gegen die Mobs. Das ist ein bisschen schade, vor allem für so Gammel-Twinks. Und ja, die Trash-Drops, die werden halt ein bisschen ätzend. Hatte ich ja auch schon in den letzten Teilen erwähnt, hier in Legion hat Blizzard den Legacy-Modus zwar für die Bosse eingeführt, aber irgendwie nicht für den Trash, was bedingt, dass man Trash-Loots richtig beschissen bekommt. Dann, was haben wir hier? Prüfung der Tapferkeit. Da brauche ich noch fast alles im Normal-Modus, leider. Ne, nicht im Normal-Modus, sondern im Schlachtzugsbrowser, also im LFR. Normal-Modus haben wir abgeschlossen und im HC brauchen wir nur noch von Helia einen Rücken. Also das sieht ganz gut aus. Dann Nighthold sieht sehr gut aus, da brauchen wir im LFR von Trilliax ein Item, von Krosos im Normal 1 und von Elisande im HC 1. Da haben wir anscheinend von Gul'dan das Item gekriegt. Irgendwie kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich das bekommen habe, aber manchmal, wenn ich hier diese Videodurchsprache mache, beziehungsweise halt diesen Collection-Update, dann merke ich, ah, ich habe das anscheinend gekriegt, okay, irgendwie gar nicht registriert. Ich bin oft mit zwei Accounts gleichzeitig unterwegs und dann, ja, kann man das auch schon mal verpassen oder vergessen, je nachdem. Im Grabmal brauche ich im LFR noch den Kolben der Maid, der ja vom Aussehen in allen Schwierigkeitsstufen gleich ist, aber so eine halt so eine seltene Transmog-Waffe ist, heißt, das wird auch noch eine langwierigere Geschichte zu farmen. Der fehlt mir dann natürlich in allen Schwierigkeitsgraden, weil er der gleiche ist, also auch hier im Normal-Modus. Da brauchen wir noch die Hosen vom ersten und den Gürtel vom letzten Boss. Im Heroischen natürlich auch wieder der Kolbe und von Hassassin. Was sind das? Eine Brust. Da habe ich Gott sei Dank im HC mal vom Endboss diesen Gürtel bekommen, heißt, ich muss da nicht mehr durch, nur noch rein, Maid und Hassassin umhauen, das geht relativ schnell. Und im Mythisch-Modus auch der Maid-Kolben und dementsprechend hier vom zweiten Boss eine Hose. Heißt, für Mythic brauche ich auch keine Gruppe mehr suchen. Ich habe das letzte Woche ausprobiert. Mit einem halbwegs gut equippten Char kann man Mythic, zumindest die beiden Bosse und den ersten habe ich gemacht, relativ easy umhauen, gar kein Stress. Ich weiß nicht, ob man es komplett clearen kann. Wahrscheinlich wird es auch gehen, dass man es komplett cleart. Aber der Endboss, da macht eine Gruppe schon Sinn, weil sonst wird das halt nervig, ne? Aber zum Glück brauche ich das nicht mehr, muss mir da keine Leute mehr suchen für. Dann Antoros sieht es eh nicht gut aus. Das kann ich mich daran erinnern. Ich habe so viel im LFR noch gebraucht in Antoros, ich glaube so 5, 6 Items. Ich bin reingegangen, ich habe jedes Item gekriegt. Richtig nice. Vor allem, ich muss jetzt fucking Iona nicht machen oder nicht mehr machen. Iona ist nicht schwierig, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt ein langwieriger und nerviger Boss. Und ich habe von Eona nichts gebraucht, sondern von den beiden Bossen dahinter. Und im LFR kannst du ja keine Bosse skippen, da musst du sie ja blöderweise alle machen. Und naja, das haben wir weg. Jetzt brauche ich bloß noch Argos, die Brust und Easy, dann sind wir da fertig. Dann im Normal brauche ich jetzt no nur noch Aggramar und die zwei Sachen, die werde ich mir wahrscheinlich irgendwann mal am AH kaufen, weil Trash Loot in Legion Farmen kannst du vergessen. Ich hoffe aber, dass ich die halt irgendwie um die 100k rumkriege, ne, dass ich nicht mehr raushauen muss. Selbiges ist natürlich dann auch im AC. Da brauche ich nur zwei Items, einmal von Ontorischen Oberkommando und Shivara und dann halt hier auch wieder die zwei Teile, ne? Also die Hosen und die Schultern. Im LFR habe ich auch noch einen Teil gebraucht gehabt, das habe ich mir aber gekauft jetzt vor 2 Tagen. Also eins ist da schon mal weg, es waren insgesamt 5 Trash-Teile, jetzt sind es halt nur noch 4.
Ah, das ist schon mal ganz gut. Und dann Invasionspunkte. Ich wurde letztens von einem Viewer darauf hingewiesen, dass das nicht die großen Raid-Invasionspunkte sind, sondern die kleinen. Heißt, die man jeden Tag farmen kann, die switchen durch. Also diese Invasionspunkte, die kleinen sind das. Und Zengar ist das sogar, was ich brauche, oder? Zengar, genau, das wäre so ein Beispiel 1. Die kann man, glaube ich, sogar daily machen, wenn die richtigen da sind. Heißt, die Waffen könnte ich mir mal farmen. Ich habe mir vorgenommen, da ich eh noch Schuhe brauche, die werde ich gleich nochmal zeigen, von den Marken, die man aus diesen Portalen bekommt, werde ich mal diese Daily Quest für die Schuhe dann machen, wenn die beiden Portale da sind. Es gibt nämlich auch die Konstellation, dass beide gleichzeitig ab sind und dann da mal ein paar Chars durchjagen und hoffentlich kriegen wir das nochmal hier fertig mit diesen blöden Waffen bei den Inversionsportalen. Dann 5-Mann-Dungeons in Legion ist noch die Kathedrale, da brauche ich immer noch diese blöden Hosen. Und hier in die Violettenfestung, wo es ein bisschen ätzender ist, brauche ich im Normal noch ein Item und im HC noch zwei. Und das eine im Mythic ist das gleiche wie im Normal hier. Also die sehen gleich aus. Das ist aber tatsächlich eine beschissenere Sache, weil die Instanz erstmal ätzend ist. Da gehen ja diese Portale nacheinander auf. Das zieht sich ewig. Man kann nicht alles zusammenziehen und umhauen. Muss ein Portal nach dem anderen spielen. Und die Bosse sind auch noch random, welche kommen. Heißt, es kann sein, dass ich drei Runs laufe und keinen einzigen Boss sehe, der überhaupt mein Zeug droppen kann. Und wenn ich dann einen Boss sehe, der mein Zeug droppen kann, droppt das halt nicht. Ne? Sehr ärgerlich. Heißt, die Indie ist definitiv eine der beschissensten, die es gibt, um Transmog zu farmen. Aber gut, muss ich durch, werden wir irgendwann kriegen. So, dann sind wir hier am Ende angelangt. BFA, wie gesagt, farme ich im Moment nicht. Das mache ich erst ganz am Ende, wenn ich alles andere habe. Aber ich habe mir eine Schildhand gekauft und zwar aus Nyalotha die heroische Schildhand, also die man quasi vom Trash bekommt. Jetzt fehlt mir nur noch die mythische hier und ja, mal gucken, wenn die mal günstige Maha ist, dann werde ich da zuschlagen. Im Moment ist die noch zwischen 150 und 200 K und das ist mir ehrlich gesagt zu viel im Moment noch. Genau, dann können wir bei den anderen Bereichen mal reinschauen. Und zwar Außenbereiche, seht ihr, fehlen mir nur noch 10 Items. Ich habe mir jetzt in WoD die ganzen Rücken gekauft von einem Händler. Das waren auch um die 200 K, die ich da ausgegeben habe. Und fehlen tut mir jetzt eigentlich bei Außenbereichen nur noch dieses Dogmatrosenhemd, was ich auch vorhabe zu kaufen, wenn es mal günstig im AH ist. Das ist so ein Zonendrop im nördlichen Brachland. Übelst ätzend zu farmen, habe ich mir sagen lassen. Dann Morose, da bin ich dran. Da sind wir jetzt bei über 100 Tries in Karasan. Also ich bin letzte Woche einige Male Karasan gelaufen. Der eine oder andere, der im Stream dabei ist, wird es vielleicht gesehen haben. Das ist eine leidige Angelegenheit. Ist dieser Anhänger droppt oder die Quest für den Anhänger droppt zu 1,8% auch im heroischen Modus, aber leider nicht für mich, sondern ich krieg nur Mist. Mal gucken, ich werde dranbleiben, vielleicht kriegen wir den demnächst mal. Dann auf Argos brauche ich die besagten Schuhe, die man über über Marken kaufen kann, die man wiederum über diese Daily Quest zum Beispiel auf Argos bekommt. Deswegen meinte ich ja diese komischen Portale vorhin, dass ich die dann abklappern werde mit den Quests, wenn die richtige Konstellation an Portalen da ist. Genau, also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, um sich ein bisschen Zeit zu sparen. Dann haben wir noch Kalthiras offen. Ja, das sind diese blöden Umhänge. Die kann man nur kriegen aus der Emissary-Kiste, aus diesen beiden Zonen aus dem Sturmsangtal und aus der Tiergarde Sund. Also, jetzt kann ich das leider nicht klein machen, aber hier unten, wo jetzt mein Dingsbild ist, haben wir ja die Emissary-Bags und ich warte seit 2, 3 Wochen drauf, dass endlich mal eine Emissary-Bag kommt in den beiden Gebieten mit normalen Waffenkisten. Es kommt Gold, es kommt Artefakt-Power, es kommt irgendwelche Ordensressourcen und lauter so ein Mist kommt die ganze Zeit. Oder eine Waffenkiste oder eine Azurit-Kiste, aber es kommt nicht die normale Gear-Kiste, dass ich diesen Mist endlich mal abschließen könnte. Bei der Horde hat mir ja auch noch was gefehlt, die Waffenkiste, die habe ich ja mittlerweile schon bekommen, aber das will irgendwie nicht, warum auch immer. Und Nashiatar sind es noch diese Typen im Medivhas Labor. Im Moment mache ich das immer nur einmal mit Main. Demnächst, wenn ich die anderen Sachen so ein bisschen weg habe, werde ich das vielleicht auch mal mit Twinks angehen. Aber es sind noch 10 Items bei den Weltsachen. Das ist sehr wenig, wenn ihr bedenkt, dass unter Welt, glaube ich, über 10, ich glaube 15.000 Items sind hier unter dem Punkt drin und 10 Items nur noch zu brauchen, ist da echt nicht viel. Da ist jede Quest, jeder Rare, alles, was nicht in Instanzen droppt, ist hier und da Außenbereichen drin. Also wirklich, alles, was man nicht in der Instanz kriegt, ist so gut wie hier unter dem belegt. Also da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Dann Weltbeute ist jetzt nur noch diese tückische Mithril-Klinge drin. Da war noch 1, 2
teurere Waffen mit drin. Ich glaube, der Glasierer, den habe ich mir für 200.000 Gold gekauft. Den haben wir jetzt auch. Der ist auch raus. Dann Dungeon Browser ist noch genauso wie vorher auch. Da muss ich meine Party Sync mit verschiedenen Klassen machen. Hat sich nichts geändert. Erfolge, da hat mich mir letztens schon mal drüber ausgelassen. Da hat sich auch nichts geändert. Das sind ja bloß diese Heldentaten drin. Hier, da hatte ich mich auch das letzte Mal schon ausgelassen über die Rang 4 Essenz. Hat sich nichts geändert. Dann Erweiterungsfeatures. Wir haben wieder ein bisschen auch schon heute gegambelt. Ich habe schon alle Anhänger aufgemacht. Wir brauchen jetzt nur noch vier Anhänger von, ich meine, 250 in der Garnison, was sehr, sehr gut ist. Dann machen wir das mal zu. Genau, dann hier den Rücken habe ich immer noch nicht gekriegt von den Garnisonsinvasionen. Und hier von Moradin habe ich jetzt einen Teil gekriegt. Ich glaube, den Kopf, die Schultern brauche ich jetzt noch. Aber heute habe ich gesehen, ist Blackhand dran. Man kann nämlich diesen Anhänger, ich habe das nämlich das System jetzt durchschaut, wie es funktioniert. Man hat Moradin in der Garnison, random, also man braucht eine Level 3 Garnison. Und dann ist immer täglich irgendein anderer im Händler da. Ich glaube, es gibt 5, 6 Händler. Und einer von denen ist halt Moradin. Da muss man einfach in seiner Garnison gucken, ist der Richtige da, Quest annehmen. Und dann muss man irgendeinen Raid-Boss töten. Und dann gibt es den Sack. Und in den Sack ist wiederum ein Token drin. Und wenn du das Token einlöst, kriegst du halt einen Transmog. So funktioniert das. Heißt, man muss halt seine Chars durchlocken und gucken, wo man Moradin hat. Oder man kennt irgendjemanden, der Moradin hat. Und dann kann man bei dem in eine Gruppe reingehen und mit seinen ganzen Chars quasi die Quest annehmen. Und heute ist unter anderem Blackmoor als Boss da, und da kann man halt direkt in der Garnison dann LFR anmelden, hat dann einen Teil, wo man direkt zu Blackhand geht, einfach nur den Typen umhaut und dann draußen wieder quasi aus dem LFR raus und Quest abgeben. Schneller geht's halt nicht. Also Blackhand ist, glaube ich, das Schnellste. Bei anderen Sachen musst du halt immer mehrere Bosse killen, und ne, bei so Endbossen ist es halt ganz praktisch, dass man das im LFR machen kann, und das kann man auch in der Garnison anmelden. Genau, das haben wir auch soweit. Also das werde ich hoffentlich die Woche fertig kriegen. Das forciere ich jetzt heute mal. Mal gucken. Genau, und was haben wir sonst noch? Ordenshalle, ne, da ist natürlich hier Morose drin und noch der Hidden Skin von der Katze, den haben wir noch nicht angegangen. Erstmal will ich Morose noch holen. Und dann haben wir hier das große Übel, wie ich es mittlerweile nenne. Und zwar, ich brauche hier aus Uldum mit einem Schurken nur noch einen Dolch. Der droppt von ein paar Rare Mobs. Jetzt mag man sagen, ja komm, dann geh, lock auf deinen Schurken ein und kill diese scheiß Rare Mobs. Ich habe das getan. Das hat mich, glaube ich, diese Woche mehr Zeit gekostet als alles andere, was ich getan habe. Weil diese verschissenen Rare Mobs. Teilweise, also manche kannst du echt ganz gut killen, manche haben Respawn-Zeiten. Ich habe manche über 2, 3 Stunden gecampt und habe das mit drei Rogues gemacht, habe quasi auf dem zweiten Account nebenbei die ganze Zeit nur diese Kack-Rare-Mobs gecampt oder quasi abgeflogen, weil die auch manche im ganzen Gebiet spawnen können. Es ist ein bisschen wichsig, und ich glaube, ich habe etwa 150 Kills auf diese, also auf alle Rare-Mobs. Das sind nämlich 11 Stück, ne? Und ich habe jetzt 5 Tage lang, ja, mit 3 Chasters umgehauen, also 33 Kills. Gut, manchmal habe ich eins vorausgelassen, weil die halt einfach nicht spawnen wollten, aber so um die 150 Kills habe ich auf diese Rare Mobs, und dieser Dolch ist halt nicht gedroppt. Das kann ich alle 2 Wochen machen, wenn die Invasion in Uldum ist von den Akir. Und ja, jetzt muss ich halt wieder ein paar Wochen warten oder 2 Wochen etwa warten, bis die Invasion wieder ist, und dann werde ich das nochmal machen. Aber spaßig ist es nicht. Vor allem die Rare Mobs haben teilweise doch ganz gut Leben und hauen gut raus, und meine Rogues sind eher, naja, nicht ganz so gut equipped. Also ich bin da immer so ein bisschen auch auf Hilfe von anderen angewiesen, die da zufällig vorbeifliegen und dann die Rare-Mobs mit umhauen. Es ist ein bisschen eine leidige Angelegenheit. Und ihr seht, wenn wir hier drauf gucken, fallen dann halt 11 Items weg, weil es ja 11-mal hier aufgelistet ist unter den Rare-Mobs. Genau. Das hier haben wir dann unter Erweiterungsfeatures, dann Ereignisse, da hat sich nichts geändert. Ach doch, Dunkelmond-Jahrmarkt, richtig, stimmt. Ich habe 2 Sachen hier bekommen, und zwar einmal habe ich die Waffe bekommen, die von diesem Death Metal Ritter gibt. Der droppt relativ, also der droppt so einen Kolben, der so eine Leichengitarre ist, also so eine Sarggitarre quasi, hat auch ein ganz cooles Emote tatsächlich. Das habe ich bekommen. Die hat eine ziemlich geringe Chance, und den kann man pro Char nur einmal im Monat quasi machen, das Event, dass man Loot generieren kann. Also das war ganz gut. Und das andere, was ich gekriegt habe, ist der Wappenrock. Und da kommt noch ein Hidden Transmog Guide wahrscheinlich die Woche zu dem Wappenrock. Da habe ich was aufgenommen. Also da könnt ihr schon mal gespannt sein. Da kommt auf jeden Fall noch was.
Genau, den Fisch hier, beziehungsweise den Angelkopf habe ich geangelt, über 3, 4 Stunden konntest du vergessen, habe ich nichts gekriegt. Werde ich jetzt vielleicht die Woche nochmal ein bisschen weitermachen, wenn ich Zeit habe. Und ja, mal gucken, das scheint ein bisschen ätzend zu sein. Eigentlich wollte ich die Dunkelmond-Jahrmarktinsel ganz gerne abschließen. Hier, Legion-Invasion, da sind wir nicht weitergekommen. Und die Sachen, die kannst du ja nur machen, wenn der Geburtstag von WoW ist, also der. Wenn nächstes Mal wieder der Geburtstag ist, dann können wir hier wieder weitermachen. Eigentlich sollte ich das mal ausblenden, aber ich habe es jetzt mal drin das gelassen. Das kann ich im Moment eigentlich nicht farmen. Selbiges wie die ganzen Event-Sachen. Da sind ja allein 66 Items noch drin. Die kann ich immer nur dann machen, wenn jetzt zum Beispiel hier die Schlotternächte sind, das Brauchfest und so weiter, ne? Also da konnte ich auch nichts machen. PvP wollte ich jetzt eigentlich machen, wenn das Kinderspiel ist oder Kinderspiel ausgesprochen. Die Waffen zu holen, weil man da relativ gut Transmog holen kann. Blizzard ist auf die glorreiche Idee gekommen, es einfach mal, sie hatten anscheinend irgendwelche Bugs und jetzt haben sie das Kinderspiel gestrichen für, ja, bis Shadowlands. Das Problem ist, das mag jetzt für den einen oder anderen nicht schlimm klingen, aber das Kinderspiel war die einzige Möglichkeit, effizient Ehrenabzeichen zu farmen und solche Waffen mit Gammeltwings zu farmen und das ist jetzt halt ja, ein paar Stunden bevor das Event live gehen sollte, im EU rausgeschmissen worden. Und ich habe mich da schon ein Vierteljahr drauf gefreut, tatsächlich. Also ich habe mir den Termin schon markiert und auch tatsächlich deswegen Urlaub genommen. Deswegen finde ich es ein bisschen ätzend, dass das jetzt rausgeflogen ist. Und im Forum kommt das auch nicht so ganz gut an, weil einige Leute, die das halt so wie ich jetzt da Transmog farmen wollten und oder die Ehrenabzeichen, ein bisschen pisst sind. Und das ist auch die beste Quelle, um Ehre zu farmen für, na hier, wie heißt's, die Ehrenstufe. Naja, gut, die brauche ich nicht mehr, aber das ist nervig. Jetzt muss man mal gucken, muss ich das irgendwie anders angehen. Berufe hat sich nichts getan, Sets auch nicht und Fraktionen auch nicht. Ich mache aber trotzdem jetzt noch die Wildherzen fertig. Ich bin jetzt schon bei 16.000 von 21.000 Ruf bei meinem Hexenmeister, einfach um die Fraktion dann auch oben zu haben, wenn ich sie jetzt schon angefangen habe. Genau. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Schauen wir mal, was die Woche noch so geht. Mittlerweile sieht es echt ganz gut aus und in den ganzen Punkten, ihr seht, es wird überall immer ein bisschen weniger. Und ja, die Punkte, wo noch viel drin ist, Feiertage, die kann ich im Moment nicht farmen. Und Erweiterungsfeatures bin ich ja auf jeden Fall dran. Gut, da bin ich jetzt wieder ein bisschen gebunden. Und das andere, wo noch viel drin ist, ist halt BFA. Aber wie gesagt, das schiebe ich nach hinten, bis ich die anderen Sachen fertig habe. Okay, dann sind wir am Ende von dem kleinen Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann nächste Woche beim nächsten Update wieder. Oder wenn ihr Bock habt, schaut mal bei mir im Stream vorbei. Da farme ich so ein Zeug auch. Und ab und an machen wir auch Gruppen. Also wenn ihr auch an sowas interessiert seid, könnt ihr natürlich selbstverständlich gerne mitfarmen. Vor allem im Hinblick dann auf BFA werden wir sicher das Ganze dann eher mit Gruppen organisieren und ja, vielleicht hat der ein oder andere Lust da mitzufahren. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle, wünsche euch noch viel Erfolg beim selber farmen Eutelan, bis zum nächsten Mal und ciao!